Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam, liked diesen Beitrag, teilt diesen Beitrag und denkt auch daran, unsere YouTube-Kanäle zu abonnieren. Ich wollte erstmal darauf aufmerksam machen, dass bald die Hajj ansteht, die Pilgerfahrt inshallah, nächsten Monat. Wir haben jetzt den Dhul-Qa'da und nächsten Monat den Dhul-Hijja und da steht die Pilgerfahrt an. Und für diejenigen, die mit zur Pilgerfahrt fahren, mit meiner Gruppe oder mit irgendeiner anderen Gruppe oder was auch immer, ihr könnt euch gerne auf dem YouTube-Kanal informieren. Ich habe weit über 10 Vorträge gemacht über die Pilgerfahrt, wie man das dort richtig macht. Denn jeder, der dorthin geht, der sollte sich vorher schon darüber informiert haben, damit er sich besser auf seine Ibadah konzentrieren kann und nicht immer gucken muss, was sein Führer macht. Und falls er verloren geht, dass er trotzdem die Sachen alleine durchführen kann. Die nächste Sache ist, es ist Sunnah Mu'akkada, ein Schlachttier zu schlachten am Opfertag. Und das sollte eigentlich in dem Land geschehen, wo man ist. Ja, aber viele haben nicht die Möglichkeit, in Deutschland zu schlachten. Und deswegen bietet IHED euch an, diesmal in Somalia für 99,30, in Syrien für 193 und in Gaza für 348,50 Schafe zu schlachten. Ich habe die Zahlen eben hier zugeschickt bekommen. Ihr könnt euch nochmal unter IHED informieren. Das erstmal dazu. Vor einigen Tagen habe ich im Internet bei Google News gelesen, dass also Deutsche in Mallorca eine Massenvergewaltigung gemacht haben. Und da wollte ich eigentlich schon ein Statement machen und sagen, seht ihr hier, ihr AfD-Wähler, seht ihr, guck mal hier, Deutsche haben was gemacht. Klar, es gibt genügend Beispiele, wo Deutsche Schrott bauen, wo Nicht-Muslime Schrott bauen, wie zum Beispiel diese Kindervergewaltigungen auf dem Campingplatz seit Jahren, seit und Hunderte von Kindern, ja. Wir wissen das. Das ist gar keine Frage. Nur, jetzt hat man gedacht, ach, Massenvergewaltigung. Ja, immer wenn man dieses Wort hört, da denkt man schon, oh nein. Und heute gab es übrigens gestern eine Massenvergewaltigung. Mehrere Jugendliche, die aus Bulgarien kommen und nichts mit dem Islam zu tun haben. Aber auf einmal kommt einige. Ich wollte schon, wie gesagt, ein Statement dazu haben. Hier, guck mal, ihr doofen AfD-Wähler. Ja, hier, ha, guck mal da. Da, hier, guck mal, hier, Deutsche. Ein paar Tage später werden dann die Namen aufgezählt. Alles Namen, worunter man, was nicht unbedingt heißt, dass sie Muslime sind. Ja? Und sicherlich sind sie schlechte Muslime, denn sie haben selber, also wenn das was in der Zeitung steht, natürlich es herrscht immer die Unschuldsvermutung. Aber leider kommen ja solche Fälle vor. Deswegen geht es mir jetzt nicht spezifisch um diese Leute, weil ich nicht genau weiß, was passiert ist. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber leider, leider, leider passieren solche Sachen immer, immer wieder und es ist einfach zum Heulen. Es ist zum Schämen. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, wenn man Leute sieht, die sich Muslime nennen, die besoffen durch die Gegend laufen, oder was weiß ich, auf eine Insel reisen, die dafür bekannt ist, dass für Sinner, für Unzucht, für Party sich besaufen und dann für Sinner machen und sogar noch schlimmer vergewaltigen. Wie gesagt, es geht jetzt nicht direkt um diese Leute, diese spezifischen Leute mit dem Namen, der auf die Ursprung aus einem islamischen Land her hindeutet, wobei das nicht unbedingt Namen von Muslimen sein müssen, das muss ich dazu sagen. Können auch andere Religionen sein. Und diese Leute können ja auch Atheisten sein und was auch immer. Ja? Aber es sind Sachen, die mir ehrlich gesagt richtig auf die Nerven gehen. Ja? Es sind Sachen, die mir wehtun. Ich möchte diese Religion verteidigen. Ja? Ich möchte diese Religion verteidigen. Und dann laufen hunderte ja, Leute aus islamischen Ländern in der Silvesternacht von Köln besoffen durch die Straße und sind die Frauen am Betätscheln. Subhanallah, liebe Geschwister, ihr müsst mir mal erklären, erklärt mir bitte, warum gibt es in unserer Umma so viele kranke,
psychisch gestörte Leute, die die Religion nicht befolgen. Könnt ihr mir das erklären? Was ist in der Erziehung schiefgelaufen? Was ist in der Erziehung schiefgelaufen? Wenn jemand im Koran liest, wahrlich, wahrlich, der Alkohol und das Glücksspiel und die Lospfeile und die Opfersteine sind Unreinheit von den Taten des Satans, so lasst sie. Und wir sehen, dass Muslime besoffen durch die Straße rennen. Wenn wir an der Spielhalle vorbeifahren, sind mehr Muslime da drin, oder zumindest Leute, die sich Muslime nennen oder aus ursprünglich muslimischen Ländern kommen, als Nicht-Muslime. So habe ich zumindest das Gefühl. Ich fahre bei mir in der Stadt, ja, an mehreren Spielhallen vorbei, zwangsläufig. Jedes Mal die Leute, die ich draußen stehen sehe, kommen aus bestimmten Ländern, die ursprünglich islamisch sind. Was ist hier passiert? Was ist hier schiefgelaufen? Sinna, Unzucht. Und da ist mir noch etwas aufgefallen, was mir nirgendwo so aufgefallen ist, wie leider aus Leuten aus muslimischen Ländern, aus spezifischen muslimischen Ländern, dass Geschlechtsverkehr mit Gewalt verbunden wird. Ich punkt, punkt dich. Ich punkt, punkt deine Mutter. Ich punkt, punkt das. Ich punkt, punkt dies. Die ganze Zeit. Was ist hier schiefgelaufen? Kann es mir einer erklären? Also, ich möchte diese Sachen auch extra sagen. Erstens, damit die Nicht-Muslime verstehen, dass wir, dass der Islam gegen solche Taten ist. Ja, man sagt, diese bösen Salafisten, wenn wir mehr Einfluss haben können auf die Jugendlichen, nicht von ihnen ferngehalten werden würden, ja, weil der Staat bescheuert ist, ja, dann könnte man solche Taten viel, viel mehr verhindern. Ja, könnte man solche Taten viel, viel mehr verhindern. Aber die Leute haben eine Gehirnwäsche bekommen. Und das ist die Pflicht, die wir haben müssen. Unsere Pflicht ist es, die Leute für die Religion zu begeistern. Jemand, der Unzucht begeht, jemand, der Alkohol trinkt, der hat nicht verstanden, dass alles, was Allah subhanahu wa ta'ala, der allmächtige Gott, verboten hat, dass er dies nur verboten hat zu unseren Gunsten und nicht, weil er ein Diktator ist, der Spaß daran hat, uns zu quälen, sondern weil er weiß, dass die Dinge, die verboten sind, schlecht für uns ist. Selbst wenn wir mit unserem mit unserem großen, aber dennoch begrenzten Verstand dies nicht verstehen können. Allah sagt im Koran, Toha, manzana alaykal Qur'ana litashqa. Toha, wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du unglücklich bist. So. Letztens bin ich auf der Straße und dann sehe ich dann einen Jugendlichen, vielleicht 16, 17 Jahre alt, ja, sehe ich ihn an der Schule, kommt er mit seiner Freundin. Und ich habe einen Blick für sowas. Ich bin nicht von Dumsdorf und ich bin nicht von gestern. Und ich weiß genau, das ist seine Freundin. Ich habe ein Video übrigens, Macho Muslim. Ja, das ist sein Versuchskaninchen. Er will ihn nicht heiraten und er meint das ernst mit. Der ist ein Versuchskaninchen. Ja? Und der kommt aus einem arabischen Land. Das sehe ich ihm an. Ich wollte am liebsten, nur ich hatte keine Zeit dazu, ich wollte sagen: Hey, ist das deine Ehefrau? Wollte ich zu ihm sagen. Oder ist das deine Schwester? Deine Mutter scheint es nicht zu sein, das ist sie ziemlich jung. Schämst du dich eigentlich nicht? Was sagen deine Eltern eigentlich dazu? Das ist wirklich das, was ich am liebsten sagen wollte. In dem Moment, wo man sich wegen seinen Sünden nicht mehr schämt. Ja, viele sagen, ja, man soll nichts geheim machen. Derjenige, der sich für seine Sünden nicht schämt, das ist noch schlimmer.
Der Prophet alayhi salatu wassalam sagte: Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Meine ganzen Umma wird verziehen, außer die, die laut machen, sozusagen veröffentlichende Sünde. Und wahrlich, zu der Veröffentlichung der Sünde gehört, dass jemand nachts eine Tat macht und dann schläft und Allah hat ihn verdeckt. Das heißt, die Menschen, das nicht mitbekommen, am nächsten Tag steht er auf und sagt: Oh, du so und so, gestern habe ich dieses und jenes gemacht. Meiner ganzen Umma wird verziehen, außer diesen Leuten. Der Prophet sagt: Wenn du dich nicht schämst, dann mach, was du willst. Aber woher kommt dieser Schrott? Weil die Eltern nicht taugen. Und weil in der Moschee die Eltern nicht dazu angetan werden. Weil die Sünde sich normalisiert hat. Und deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir darauf aufmerksam machen. Allah sagt, wa tawasaw bil haqq, die sich gegenseitig das Recht ans Herz legen. Es nützt nichts, wenn wir so einen Dreck, Vergewaltigungen und so einen Schwachsinn auch noch schönreden. Es hat den Muslimen in Deutschland nichts mehr geschadet als die Silvesternacht in Köln 2015. Dass die Muslime, der Islam, mit einem Dreck in Verbindung gebracht wird. Mehr als Terrorismus. Terrorismus ist immer eine kleine Gruppe. Aber wenn Hunderte, ich will das Wort nicht sagen, obwohl es mir auf die Zunge brennt, Hunderte Leute über die Straße rennen und nichts anderes zu tun haben, ja, als irgendwelche Frauen anzugrapschen, es ist eine Schande für uns. Und dagegen muss man reden, dagegen muss man was tun, weil das zeigt, dass der Iman auf dem Nullpunkt ist. Der Prophet alayhi salatu wassalam sagt: Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi. Wer etwas Übles von euch sieht, der soll es mit der Hand verändern. Fa'illam yastati fa'bilisani. Und wenn er das nicht kann mit seiner Zunge, fa'illam yastati fa'biqalbi wa dhalika at'afu liman. Und wenn er das nicht kann mit der Zunge, wenn er das nicht kann mit dem Herzen, das ist die schwächste Form des Glaubens. Deswegen toleriert solche Sachen nicht in eurem Umfeld. Wenn ihr jemanden seht, erstmal teilt das Video. Da braucht ihr nichts großartig zu sagen. Aber alle, die das Video jetzt mitkriegen, denen wird in das Gewissen eingeredet. Dann gibt es Spinner, die erzählen, ja, jeder macht seine Sache für sich selber. Man soll den Leuten nicht sagen, was richtig und falsch ist. Seid ihr Balabala? Wofür hat Allah die Propheten gesandt? Hat Allah die Propheten gesandt einfach so? Was haben die gemacht? Was haben die Propheten gemacht? Die haben den Menschen gesagt, was richtig ist, was ins Paradies führt und was falsch ist, was in die Hölle führt. Und wer ist unser Vorbild? Die Propheten. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahum uqtadi. Dies sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So nehmt euch ein Vorbild an ihre Rechtleitung. Der Prophet, was hat er gemacht? Was hat er, wofür ist er bekämpft worden? Wofür ist er vertrieben worden? Weil der 23 Jahre lang den Menschen gesagt hat, was richtig ist, was Allah liebt und was Allah nicht liebt. Deswegen teilt das Video, damit viele Scharlatane und viele Fasiko und Frevler und viele Unzüchtige von dieser Botschaft mitbekommen. Denn es ist etwas, was im Herzen eines Muslims brennen muss, wenn er sieht, dass jugendliche Muslime gewaltige Sünden, die in die Hölle führen, als etwas Geringes sieht. Es muss einem wehtun, wenn der Islam aufgrund von irgendwelchen Asozialen mit Vergewaltigungen in Verbindung gebracht wird. Es ist etwas, was einem wehtun muss. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Und ich wollte hier an dieser Stelle sagen, jeder, ne, ich habe bestimmt 20 Videos gegen den IS gemacht, jeder, der das weiterhin behauptet, dem werde ich am jüngsten, dass ich etwas mit dieser Organisation zu tun hatte oder habe,
werde ich am jüngsten Tag nicht verzeihen. Wenn man Bescheid weiß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.